Ja, hi Leute, hi Huawei Community. Heute mal von einem ungewöhnlichen Ort aus meinem neuen Auto. Ich berichte euch heute nicht über Huawei Car, was wir hoffentlich irgendwann auch mal zu Gesicht bekommen hier in Deutschland, / Europa, sondern von Huawei Pay, das heute endlich von uns angekündigt worden ist, beziehungsweise von Huawei selbst veröffentlicht worden ist. Ich habe am Wochenende, am Samstag, tatsächlich das erste Mal in meiner Huawei Wallet nachgeschaut und habe da diese Funktion gefunden. Und das testen wir auch gleich heute, also ich mit euch, nicht ganz live, aber im Video testen wir das aus, ob Huawei Pay auch funktioniert. Und zwar, ihr werdet es gleich sehen, wenn ich jetzt dort umschalte. Genau, ihr seht nämlich jetzt, dass ich hier auf einem Parkplatz stehe. Da hinten in der Ferne sieht man schon ein bisschen, was für Tankstelle das ist. Ich schwenk mal hier rüber. Genau, der Globus nämlich ist es. Ich wohne direkt eigentlich neben einem Globus und bin froh, dass eben Huawei Pay mit Globus funktioniert. Aber ob es wirklich so ist, das werden wir jetzt testen. Da hinten seht ihr noch die Berge. Nur um euch ein bisschen den Mund wässrig zu machen. Der Untersberg, die schlafende Hexe und dazwischen der Watzmann. Aber naja, im Sommer, Frühjahr dann wieder ein bisschen mehr zu den Bergen. Jetzt aber Huawei Pay. Ja, natürlich gehen wir in den Globus Corona-konform mit FFP2-Maske. Ich werde jetzt im Globus nicht die ganze Zeit filmen. Ich werde einkaufen mit so einem Handscanner. Das werde ich euch nur kurz zeigen, weil das geht auch mit der Huawei Wallet, dass ich mir diesen Scanner hole. Und dann werde ich euch mitnehmen beim Bezahlvorgang und werde das Ganze auch nochmal filmen. Und kurz drauf dann wieder hier aus dem Auto ein Fazit, ob es denn geklappt hat oder nicht. Also bis später. So, die Leute werden eh blöd schauen, ist mir aber jetzt egal. Ich starte jetzt mal die Wallet, nehme die Globus-Karte, habe da so einen Scanner, so einen Barcode. Halte den unter den Scanner. Und hol mir dann gleich den verfügbaren Scanner raus. So, jetzt geht's los. So, dann schnappen wir uns mal. Und zack, gescannt. Einmal. So, jetzt haben wir einen Bezahlvorgang. Jetzt schauen wir, ob das auch funktioniert. Das hat schon mal funktioniert. Einkauf beenden. Blue Code. Dann holen wir uns den Blue Code. Mit Fingerabdruck bestätigen. Zahlung. Und. Wuhu, funktioniert. Geil. Ja, tatsächlich hat das super geil funktioniert und ich habe es geschafft, mit meinem Huawei-Handy ohne Google Mobile Services hier beim Globus einzukaufen. Tatsächlich muss ich zugeben, aufs erste Mal hat das Video nicht geklappt. Ich bin also jetzt nochmal rein, habe es nochmal ausprobiert. Also es hat beim ersten Mal schon wunderbar geklappt. Jetzt beim zweiten Mal bin ich nochmal rein, habe mir noch was gekauft. Hat auch wieder funktioniert. Ich habe es jetzt also
quasi doppelt gemoppelt getestet. Und ja, dann fahren wir jetzt einmal heim, packen die Sachen aus, machen das Video fertig und laden es auf YouTube hoch, damit ihr euch hoffentlich anschauen könnt, ein Like mir gibt oder uns vom Huawei-Blog gibt. Und dann, wenn ihr noch Fragen habt oder sonst irgendwas, einfach melden. Wir beantworten euch gern hier bei YouTube oder auch in unserer Huawei-Community auf Facebook oder auch auf dem Blog, ganz egal, auf Twitter und so weiter und so fort, gern eure Fragen dazu. Danke, tschüss, ciao, baba, wir sehen uns, servus. Ja, ich hoffe, ihr habt noch nicht abgeschaltet, weil es ist doch noch nicht ganz zu Ende. Ich bin jetzt halt im Auto drin und ja, mir ist ja doch noch ein bisschen was eingefallen. Also ein bisschen Kritik gibt es da natürlich schon noch. Hier bei uns im Umkreis ist der Globus das einzige Geschäft, wo Huawei Pay aktuell funktioniert. Es funktioniert kein Lidl, es funktioniert kein Aldi, es funktioniert kein Netto, Penny oder auch keine Drogeriemärkte wie jetzt Müller oder Rossmann. Das ist natürlich super schade und ich hoffe, dass Huawei da sein Versprechen hält und noch mehr Firmen mit ins Boot holt, beziehungsweise noch mehr Banken auch mit ins Boot holt, damit die Wallet gut gefüllt wird. Ja, das war's jetzt aber dann wirklich. Es ist inzwischen auch schon dunkel draußen. Ich muss schauen, dass ich heimkomme. Ihr habt es vielleicht gesehen, ich habe Ben & Jerry's eingekauft. Aber nicht für mich, sondern für die kleine Tochter, weil ich bin ja aktuell wieder bei Rainer wird fit dabei. Da kommt dann bald auch wieder was. Ja, stay tuned. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, pfiat euch, tschüss, servus und baba.